Hi, hier ist dein Arigef. Ich möchte in diesem kurzen Einleitungsvideo die Struktur dieser Videoreihe zum Thema Nachhaltigkeit erklären. Ich habe mehrere Stunden Content gedreht zu dem Thema und deshalb habe ich das in thematische Teile unterteilt, die leichter verdaulich sind. Die Videos bauen aber aufeinander thematisch auf, sodass du die möglichste Reihe nach schauen solltest, um das ganze Thema auch wirklich vollumfänglich zu verstehen. Ja. Du kannst aber natürlich auch in ein Video springen, wenn dir das gerade gefällt oder wenn du an bestimmten Thema Interesse hast, ist auch kein Problem. Ich habe das deshalb in eine Playlist gepackt, die ist hier unten verlinkt und da kannst du natürlich hinspringen, wo du willst, kein Problem. Wenn du aber die ganze Videoreihe geschaut hast, dann wirst du Folgendes wissen und deshalb habe ich das auch in dieser Reihenfolge aufgeteilt. Ich werde anfangen mit dem Grundlagen, mit dem Wissensgrundlagen und werde dir erklären, was eine Biosphäre ist, wie unser Ökosystem grob funktioniert und auch die Begriffe wie Nachhaltigkeit, ökologischer Fußabdruck und Biokapazität erklären. Mit diesem Grundlagenwissen wirst du gerüstet sein, um die Zahlen zu verstehen, die ich dir dann zeige. Und ich werde dir auch ein Tool zeigen, mit dem du dir selber die Zahlen anschauen kannst. Ja? Je nach Perspektive, die dich interessiert. Du kannst dir global anzeigen, pro Land und so weiter. Ja, also du kannst dir da Nachhaltigkeitsaspekte selber anschauen und dir anschauen, ja, was an Ressourcen denn eigentlich noch verfügbar ist und wie viel wir verbrauchen aktuell und so. Ja, also Zahlen, Daten, Fakten. Sehr, sehr cooles Tool, wie ich finde. Und zu guter Letzt werde ich dir auch erklären, wie du dir deinen eigenen ökologischen Fußabdruck ausrechnen kannst und deine CO2-Emission ausrechnen kannst. Da gibt es zwei Tools, die ich dir zeigen werde. Und das ist aber auch aufgeteilt in mehrere Videos, weil das Thema ein bisschen komplexer ist, wie Heizen, Ernährung, Konsum, Strom und Reisen. Ja. Und du wirst aber danach diese Tools bedienen können und ich werde dir auch zeigen, an welchen Stellschrauben du drehen kannst, um deinen ökologischen Fußabdruck zu senken und nachhaltiger dich zu verhalten. Und ich werde das an meinem Beispiel tun, an meinem ökologischen Fußabdruck und werde dir auch zeigen, was ich mir in diesem Jahr vornehme, um meinen ökologischen Fußabdruck noch weiter runterzusenken. Und ja, rufe dich natürlich auf, das zu wiederholen. Ja. Also bleib dran. Ich versuche ja in meinem Kanal mehrere Themen zu bündeln und das versuche ich in dieser Videoreihe auch. Du wirst nämlich feststellen, dass du, wenn du alles geschaut hast, mehrere Themen auch gleichzeitig mit abgefangen hast. Ja, das ist einmal das Thema Transparenz. Ja, also ich zeige dir, wie es tatsächlich aussieht und dann brauchst du dich jetzt auch nicht mehr irgendwie verarschen lassen, weil du wissen wirst, wo du die Zahlen, Daten, Fakten finden wirst und du wirst diese auch grob schon mal kennen. So, dann wirst du feststellen, dass die Maßnahmen, die ich dir zeige, natürlich erstmal dazu führen, dass du ökologischer handelst, ja, Thema Nummer zwei, aber auch gleichzeitig in den meisten Fällen auch mehr Geld in der Tasche haben wirst, ja, so, dass das auch finanziell wieder positiv für dich ausfällt. Und ich habe ja Thema Sport auch noch. Einige dieser Maßnahmen werden auch dazu führen, dass du einfach gesünder lebst. Ja. So, von daher wird es wieder ein Themenfeld, das dich einfach nur voranbringen wird. Und ja, ich hoffe, dass du dranbleibst und dass du dir das anschaust und will auch nicht mehr weiter rumlabern. Schau dir einfach das nächste Video an und dann geht's auch schon los. Ich danke dir fürs Zuschauen, dein Arigef.